Ja, das schon her, wen haben wir denn da, liebe Zuseher, kommt's mit. Ja, hallo, grüß euch. Die Nussbaums sind auch bei der Arena Nova, bei der Haus- und Gartenmesse, bei Ecofenster. Ja, grüß euch. Ja, Günther, was sagst du der Messe, wie gefällt's dir? Wahnsinn, ja, ist ja ein bisschen viel Leute, da kriegt man richtig Platzangst. Ne? Was sagst du als Profi von den Innovationen, was da alles gibt? Es sind sehr viele interessante Aussteller da. Ich bin noch ganz über, bin aber noch nicht alles durch. Ja. Und vor allem, was einen freut, ist, dass es eine große Nachfrage gibt, offensichtlich. Gell. Habt ihr schon was verkauft? Verkauft in dem Sinn noch nicht, aber schon die eine oder andere Anfrage, konkrete Kontakte etc. Ich sage, die Messe diente für uns primär eher, um Kontakte zu knüpfen, um es vorzustellen, weil wir sehr hohen Wert auf die persönliche Beratung vor Ort legen und natürlich schauen dann in der Folge bei den Kunden wirklich vor Ort zu schauen, was brauchen sie, was macht Sinn, welche Lösungen können wir anbieten, um hier nicht irgendein Produkt zu verkaufen, sondern für den Kunden das beste Produkt zu verkaufen. Fenster in der heutigen Zeit, die gut dicht halten, sind ja gut wert, wenn wir sagen lassen. Ja, liebe Sandra, du bist ja auch auf der Messe, du hast dich sicher so, schon umgeschaut, was hat denn dir heute besonders gut gefallen, wo liegt dein Aspekt? Ich finde es super, weil das ja eigentlich eine Gartenmesse ist, also das heißt, es gibt Gartenprodukte, Zubehör, also da werde ich mich auch dann umschauen. Also ist eine Haus- und Gartenmesse, mein Lieber. Es ist beides, Haus und Garten. Ja. Somit finde ich, spricht es beide Leute an, dich und mich. Und wie gesagt, ich werde dann noch eine Runde gehen, aber natürlich bin ich auch hier gern bei Michi, weil der war ja bei uns im Buchberg dabei und das freut mich natürlich dann immer wieder vorbeizukommen. Perfekt, danke mir. Und zu guter Letzt, liebe Leute, gibt es heute was zu gewinnen. Wir verlosen da ein Kein-Pfuh-Shampoo vom Günther. Am besten schreibt uns in die Kommentare, warum genau ihr das Buch braucht, warum ihr keine Pfuh-Ersatz. Lasst es uns wissen. Sagt danke fürs Interview. Viel Spaß noch beim Kontakte knüpfen. Einen schönen Frühling. Tschüss, Baba. Danke.